Herzlich willkommen zurück hier im Kellerstudio live aus dem Erlacherhof am Berner Digitaltag. Über 100 Referenten, Referentinnen sind hier über 60 Programmpunkte sind wir am besprechen. Es geht schon richtig Mittag zu, wir haben schon einiges hinter uns, aber noch einiges vor uns. Und das nächste ist ebenfalls eine sehr spannende Runde. Es geht um das Urban Future Lab. Und da begrüße ich neben Jonathan Gimmer, Leiter Digital Stadt Bern, natürlich die Frau, nämlich Alice Baumann, die Mitgründerin vom Urban Future Lab ist. Und auch der Matthias Dobler, Mitgründer von Urbanen Dörfer. Herzlich willkommen in dieser Diskussionsrunde. Ja, bevor wir einsteigen und ein bisschen schauen können, was das Ganze, was ihr macht, am Jonathan für die Stadt Bern bringt. Alice Baumann, was ist der Urban Future Lab? Was macht ihr? Mit was für Fragen dürft ihr euch auseinandersetzen? Ein Urban Future Lab ist also nicht das Lab, wie man es von der Chemie kennt, ganz verschlossen mit dem Reagenzglas. Oder etwas explodiert. Oder genau. Sondern das ist eigentlich ein Format, also wie ein Workshop-Format kann man sich das vorstellen oder könnte auch eine Digital-App sein. Der Zweck ist, dass wir die Leute einbeziehen von einer Stadt oder einer Gemeinde oder einem Quartier und dass wir Themen bearbeiten, so SDG-Themen, Nachhaltigkeitsthemen, damit inklusive Gesellschaft kann entstehen oder sich weiterentwickeln, wo heisst nachher, wir wollen sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig unterwegs sein. Was sind das beispielsweise für Gruppen von Leuten, die eingeladen werden? Die werden immer themenspezifisch eingeladen. Beispielsweise haben wir letzten Dezember, wo wir nur können per Fernsehen sozusagen kommunizieren, digitale Labs gemacht, das eine zu nachhaltiger Ernährung, also so Stichwort essbare Garten, essbare Fassaden, und das andere zum Reuse, also nachhaltig bauen. Und idealerweise kommt das nachher zusammen in einem Projekt, wie jetzt zum Beispiel Webergut von Urbanen Dörfer. Ja, kommen wir zu Matthias Dobler, Mitgründer Urbanen Dörfer. Was hat es mit dem auf sich? Was ist Urbanen Dörfer? Urbanen Dörfer ist eine Bottom-up-Initiative. Wir haben gemerkt, dass nicht nur wir, sondern ganz viele andere Leute möchten anders leben. Wir haben gemerkt, es gibt eine Diskrepanz, wenn man die Leute mal fragt, wie möchtest du wirklich leben? Und der Städteplaner Jan Gehl sagt, das ist die ganz entscheidende Frage, wie möchtest du leben? Und wenn man nachher den Abgleich macht von dieser Vorstellung, wie man möchte leben, wie man aktuell wohnt, wo man vielleicht gebunden ist an eine Mietwohnung oder vielleicht hat man ein Eigenheim, dann gibt es eine grosse Diskrepanz dazwischen. Und Urbane Dörfer ist gegründet worden, dass sich Leute eben zusammentun können, miteinander können definieren, wie wollen sie leben. Und dann um die Lebensvorstellung, wo man nachher das Gebäude baut. Das heisst, erst die Gemeinschaft, Kultur und dann erst das Gebäude. Und aktuell entwickeln wir zwei Areale. Das eine ist das Areal in Zollikofen, Webergut, ist die Transformation von einem sehr grossen Bürogebäude, etwa 100 Wohnungen, und das andere ist ein Neubau in Gümligen. Nehmen wir doch die Webergutstrasse in Zollikofen. Wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Was hat man sich da für Überlegungen gemacht? Was ist in diesem Wohnkomplex in der Zwinge? Geht es darum, dass ich möglichst mit einem Griff alles habe? Oder wie sieht das schlussendlich aus? Also das Thema Nummer eins ist wirklich Gemeinschaft. Dass die Menschen das Gefühl haben, sie sind daheim, sie sind wohl. Und zum Beispiel auf der Smart City Vereinsplattform heisst es ja das digitale Glück. Also das Glück finden in der Lebensform. Und da gehört aber ganz viel dazu. Also das Abfallmanagement, auch wie ist es gebaut worden, wie ist übrigens auch der Betrieb. Man denkt immer nur ans Bauen, aber eigentlich ist ja nachher der Betrieb eines Gebäudes. Das Unterhalt. Und genau, die Pflege und die Wirtschaftlichkeit, ja. Und eben was quasi hinten rauskommt. Ein bisschen ähnlich wie beim Menschen, er isst etwas, aber irgendwann kommt es wieder zum Körper raus. Und das ist eigentlich der springende Punkt, was man mit dem Teil macht. Ja, Jonathan, spannende Sache. Wenn wir jetzt die Werbegutstrasse Zollikofen, wenn wir jetzt die würde umpflanzen in die Stadt Bern, was kann man denn für die Stadt rausziehen aus diesen Gedanken aus? Weil in der Stadt haben wir zum Beispiel Problematik, da steht viel. Und da kann man nicht einfach etwas wegnehmen und wieder herbauen. In der Stadt Bern, zumindest hier in der Altstadt, ist das problematisch. Also was kann man denn aus diesen Ideen überhaupt rausziehen? Also es gibt sicher verschiedene wichtige Ansätze. Also einer ist ja, dass wir Räume nicht bauen, für dass irgendwelche Bauunternehmungen mal ihre Generalplanung auslasten können, sondern dass wir Räume bauen für Menschen, die drin ihr Lebensglück finden. Oder? Und das zusammenbringen ist hier ein Ansatz, der sehr weit geht. Oder? Man sagt, ich tue mit den Leuten vor Ort eigentlich die Entwicklung vorantreiben und sehr exemplarisch zeigen, was das heissen kann. Und
Du sagst, Bern ist bald, oder? Das ist ja so eine Argumentation, so hat sicher etwas mit der Kernstadt zu tun. Gleichzeitig ist Bern hat ganz grosse Areale und das Stadtentwicklungskonzept sieht ja Entwicklung vor und Wachstum vor. Und die Arealentwicklung mit so einem Ansatz zu kombinieren, anstatt nur eben ein Planungsgeschäft zu machen, ich glaube, das passt gut zum Diskurs in Stadt Bern, wo ja Mitwirkung zur DNA gehört von Stadt. Also Quartierpartizipation ist sehr wichtig, Teilhabe in behördlichen Verfahren. Und hier wird wie einfach noch weitergegangen. Und es gibt ja grosse Parallelen in meiner Einschätzung zum ganzen genossenschaftlichen Wohnungsbau, wo Viererfeld, Mittelfeld als Thema ja zentraler Treiber ist für die ganze Entwicklung. Und wir haben viele Brachen, ja jetzt auch an der, wo KVA war, wo genau der genossenschaftliche Wohnungsbau treibt. Und dann kommt dann schon die Frage, oder, wie digital und wie fest integral wünschen sich die Menschen in den genossenschaftlichen Rahmenbedingungen ihr Leben. Und da denke ich, das ist dann auch wiederum eben eine Entscheidung der Genossenschaft selber, mit diesem Prozess gut umzugehen. Und hier bringen wir so ein bisschen die Welt zusammen. Oder? Was kann man alles machen, für einen guten Betrieb zu ermöglichen, für das einzubetten, nachhaltig zu sein. Und was wünschen sich Menschen direkt selber. Und das bieten die zwei Projekte, die du erwähnt hast, die bieten wie Anschauungsunterricht. Oder? Und sollen ja Inspiration auslösen, weil sie funktionieren. Es gibt Menschen, die das machen, und es wird gebaut. Das ist ja irgendwie das Überzeugende. Also ich nehme mit und habe so vielleicht richtig begriffen, es geht nicht nur um ein Haus, das gebaut wird, oder um einen Komplex, das gebaut wird nach neuesten Standards, sondern es geht darum, wie fühle ich mich wohl drin, in welcher Gemeinschaft lebe ich. Jetzt ganz blöd gefragt, aber muss ich denn nicht auch der Typ sein, der das wünscht? Ich meine, es gibt, jeder von uns ist ein Individuum, es gibt die, die eher so ein bisschen eigenbrötlerisch unterwegs sind. Es gibt der Banker bisher von dem, der eher, wie man früher gesagt, alternative Lebensarten hat gesucht. Also, muss man da einen gewissen Schlag Mensch sein, dass man sich nicht auch wohlfühlt dort drin? Oder ist das Ziel, eigentlich allen die Plattform zu bieten und zu sagen, eigentlich hat es für alle etwas? Ja, das würde ich genau so sagen. Also, dass es für alle etwas hat. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt Leute suchen für einen bestimmten Wohnungstyp oder Leute, die keine eigene Küche mehr wollen, wenn man alles miteinander teilt. Wenn ich der Typ, der sagt, mein Traum ist ein Häuschen auf dem Land. Genau. Mit ein bisschen Rost drumherum und noch ein Stück Wald. Da bin ich bei euch auch nicht richtig. Oder? Ja, dann ist man wahrscheinlich nicht richtig, aber dann ist auch die Frage, ob der Markt das nachher gibt, was die Person sucht und ob es dann auch finanzierbar ist. Ich möchte aber den Brückenschlag noch erst machen, oder? Wenn man anschaut, der Städte- und Klimaforscher, der Cohen, wo auch das Städterat entwickelt hat, der sagt, es gibt drei Generationen von Smart City. Das ist auch ein bisschen das Oberthema jetzt von dem Talk. Und sagt, die erste Generation war wirklich so technologiegetrieben gewesen. Das sind die smarten Technologien. Die zweite Generation ist nachher, und da leben wir sehr stark jetzt auch drin, die Stadt, die den Prozess führt und Technologie, die eigentlich unterstützt. Und die dritte Generation, dort sind wir jetzt sicher zuhause mit dem Urban Future Lab und auch urbane Dörfer, ist ein Co-Kreationsprozess mit den Bürgerinnen zusammen. Das können so Bottom-up-Initiativen sein, wie wir als urbane Dörfer, die ohne städtische Hilfe jetzt entstanden sind. Es können aber auch neue Partizipationsformate sein, wo wir die Stadt, wie jetzt die Stadt Bern das auch macht, wie ein Einlad zur echten Partizipation. Und dort gibt es aber ganz viele verschiedene Stufen von der Mitwirkung. Das kann ein einfacher Echo-Room sein, wo man einfach Feedback reinholt, bis hin zu einer höheren Stufe, wo man wirklich sagt, man übergibt ein Areal zwischen der Bevölkerung mit gewisser Unterstützung und die entwickelt. Und dort sind wir jetzt als urbane Dörfer daheim, wo man sagt, wir entwickeln selber mit den Nutzern zusammen Areal. Und das Profil, das wir eigentlich suchen, ist nicht Leute, die jetzt einen bestimmten Wohnungstyp schon im Blick haben, sondern Leute, die einfach sagen, ich möchte wie mit partizipieren, so dass nachher das Gebäude meine Lebens- und Wertevorstellungen unterstützt und auch fördert, versus dass man einfach sich irgendwo für eine Mietwohnung muss bewerben. Und das klingt, weil ich komme nochmal darauf zurück, man ist ja als Individuum mit spezifischen Anforderungen, auch Wünschen, auch Vorstellungen, die man hätte, muss man ja zusammen unter einen Hut bringen. Also irgendwo muss man ja zusammen finden, man muss Konsens eingehen, was wir in der Schweiz relativ viel machen, klappt das so. Dass schlussendlich der Einzelne wiederum kann sagen, okay, hier habe ich etwas gegeben, damit die Gemeinschaft funktioniert, aber es bleibt immer noch so viel übrig, dass es für mich stimmt. Das ist eine ganz gute Frage, weil auch die Architekten haben sich nämlich getauscht. Vom Wettbewerb jetzt zum Beispiel von Gümmelgen. Man hat das Gefühl gehabt, das heisst, es gibt keine Privacy mehr.
Also wie WG-mässig, das ist fast ein bisschen Kommunismus. Ja, das wäre für mich auch der Horror. Das stimmt aber überhaupt nicht. Sondern es gibt so wie die intime Sphäre sozusagen. Das kannst du als Single oder als Familie brauchst du das sowieso auch. Und dann gibt es so quasi wie den Balkon, sage ich jetzt mal. Und der Balkon wäre aber vielleicht nicht gegen außen, sondern gegen innen. Das heisst, ich kann bei dir vorbeispazieren, wenn du zum Fenster auswinkst aus deiner Küche, dann komm rein und nimm einen Tee oder so. Also das ist immer ein bisschen, man denkt immer so schwarz-weiß, entweder oder, so ist es nicht. Aber wenn ich jetzt Beispiel nehme, Bern ist gebaut, ja, aber man könnte viel mehr Leben reinbringen. Wenn ich gerade so aus einem Workshop rauskomme und dann gehe ich zurück ins Kirchenfeld, was durchaus auch jüngere Generationen hat, aber wegen dem Leuten gleich niemand spontan. Oder ich kann nicht einfach zu jemandem gehen und ein Buch besprechen und einen Kaffee trinken. Das ja, fehlt mir zum Beispiel ganz konkret. Wir reden immer von der anonymisierten Stadt, also jetzt nicht auf Bern bezogen, sondern grundsätzlich ist das Klischee, in der Stadt drinnen sind zwar viele zusammen, aber man kennt sich nicht. Ja. Auf dem Land ist es noch ein bisschen anders, wobei dort hat es glaube ich auch schon Veränderungen gegeben. Also, wir wollen die Stadt doch ein bisschen entanonymisieren und sagen, in diesen Quartieren oder in diesen neuen Wohnbauten, wo man lebt, hat man dann auch ein Miteinander, das vielleicht ein bisschen weniger ist. Mhm. Also, ich würde mal sagen, wir müssen ein bisschen von der Klischee Abschied nehmen. Wenn wir jetzt, gerne nach wenn man das jetzt ein bisschen, ich aber sage ja nicht recht. Nein, das ist nicht nötig. Ich denke, alle lade ich so ein, die Bern ja so gerne haben und kennen. Ich glaube, das ist ja das, was Bern ja eben auszeichnet. Das ist das Berner Lebensgefühl, das auch von einem rechten Anteil an gemeinsamen gestalteten Lebensräumen prägt ist. Und das sehen wir ja schön, dass die langfristige Art von Planung, wie sie eben gilt in Stadt Bern, wo man die Bevölkerung sehr stark mitnimmt, der konkrete Ausgestaltung vom öffentlichen Raum. Also wirklich, wir haben sogar eine Fachstelle sich mit dem befasst. Wie gestalten wir auch den Grauraum, also den, der in die Plätze geschaltet, dass das ein Mitwirkungsprozess ist, man macht Testplanung auf der Straße und. Da habe ich das Gefühl, da gibt es sehr vorbildhafte Ansätze. Und jetzt geht es ja vielleicht noch darum, noch einen Schritt weiter zu gehen, sich auch wiederum von diesem Urban Future Lab Ansatz zu inspirieren, sich konkret der Frage zu stellen, ja, was ist denn mit all den Leuten, die wir nicht erreichen über diese Art von Mitwirkung. Und da gibt es nichts anderes, als dass wir ganz nachher gehen an Puls von den Menschen auch in Quartier raus. Also eigentlich sagen, so der Lebensansatz würde ja auch heissen, ja, warum machen wir nicht vor Ort wie Gelegenheit, für mit den Leuten direkt zu reden in gewissen Themen. Wir haben jetzt von Wohnungsbau geredet, wo natürlich, ich sage jetzt in meinem Gefühl, auch Krone ist vor Partizipation. Da geht es um unseren Lebensalltag, um finanzielle Möglichkeiten, Nähe, Distanz und all diese Themen. Ich denke mir, alles, was dort gelingt, ist sicher ist wirklich sehr vorteilhaft. Aber wir als Stadt haben ein sehr hohes Interesse, auch an die Menschen herzukommen, die vielleicht nicht so nach der Behörde sind oder die auch Respekt haben von der Behörde wegen ihrer Biografie, die vielleicht der Staat sie erlebt haben als repressiv, weil sie vielleicht einen Fluchthintergrund haben oder ihre Community Staat grundsätzlich ablehnen. Und dort herzukommen mit so einem Laboransatz, sage ich jetzt, das würde mir sehr gefallen. Und das ist das, was glaube ich, in der nächsten Generation führt, dass wir als Behörde sagen, neben dem, was es gibt, ein Gefäß, und mit digital kann man die auch 24 Stunden bedienen, aber dass wir auch vor Ort gehen, ganz nach zu den Menschen, die das gar nicht brauchen können, heisst er in die tamilische Tanzgruppe rein oder irgendwie an einem Schubmatch oder in den Pass reinstehen und sagen, hey Leute, wir haben diese Themen, wollen die mit euch diskutieren. Also so wie so einen Laboransatz reinnehmen. Und ich würde es genau extrapolieren, es könnte auch heissen, ich meine, wir reden heute an diesem Tag von ganz einfachen Dienstleistungen, die alle so über eine Plattform abgewickelt können, werden. Wirklich ein entlastend Trümpeln von all meinen Geschäften mit der Stadt, soweit ich die überhaupt will, oder? Dass ich das alles gebig machen kann. Und daneben wollen wir aber, dass wir ja ganz nachher den Leuten bleiben. Also ich kann auch viel dezentraler vielleicht Dienstleistungen anbieten. Warum muss ich die Stadt rein an einen Schalter betreiben, wenn ich alles auf einer Plattform habe? Ich kann das so dezentral anbieten. Wir haben einen Wettbewerb am Laufen. Das ist eine Form von Mitwirkung, die wir für heute eingeladen haben. Wir haben ja viele gute Ideen bekommen. Unter anderem ist ein Vorschlag gekommen, du nutzt doch alle Bibliotheksliegenschaften für eure Dienstleistungen anzubieten oder für Kurse und so weiter. Und das zeigt, woher ein Reis gehen kann, bestehend besser nutzen. Da sind wir wieder ganz zurück bei der ursprünglichen Idee, mit vorhandenem viel näher an die Leute herzukommen. Und darum braucht es einfach auch die Moderation, ein bisschen pilotieren, wie das geht mit so einem Labor.
Und da finde ich, ist das sehr schön, dass in Bern so eine Initiative entsteht, oder? Und so ein Laboransatz wie möglich wird. Du hast vorhin gesagt, Karl, du hast jetzt darüber geredet, über Leute, die man vielleicht nicht so gut erreicht, wo man den persönlichen Kontakt muss haben und rausgehen und die mitnehmen. Du hast Leute mit Migrationshintergrund jetzt als Beispiel Kami, aber von Kultur her auch andere. Wir haben ältere Leute, die noch weit weg sind, von der digitalen Weg gegangen zu haben. Wir haben Leute, die aus anderen Gründen, wie du richtig hast gesagt, sich einer gewissen Behördenstruktur verweigern und nicht einmal bereit sind, es anzuschauen, was es heute für Möglichkeiten gibt. Also es sind ganz viele, die man unter ein Dach muss bringen. Gibt es da konkrete Projekte von der Stadt aus wie Bern, wie man da vorgeht oder gewisse Pläne, was man sich da in Zukunft erwünscht? Also es gibt sicher Seiten vom Angebot, das ist die Portalwelt, und ich muss noch ein bisschen widersprechen, oder? Im Bereich vom Zugang von älteren Leuten tut ProSenectute eigentlich fortlaufend die Medialisierung erheben. So Effekte wie Covid haben doch einen grossen Einfluss. Wenn ich das Zertifikat wie digital brauche, nützt das nicht etwas. Und vor allem die Hochbetagten erreichen wir nicht. Und jetzt ist ja die Frage, und sind wir wieder im gleichen Thema, wie fest tun wir jetzt einfach alles ab und doppelt führen mit dem immer gleichen knappen Geld? Oder wie fest tun wir nicht auch die Menschen befeigen, sie begleiten, dass sie den Zugang finden? Sprich, Mobilität, SBB, jeder Billett automatisch heute. Ja, ich meine, ich kann irgendwie eine Reise auf Frankreich buchen. Also, das wird alles komplex. Und ich habe einfach wie das Gefühl, wir müssen auch dort diskutieren, wie fest können wir auch Leute mitnehmen, wie können wir auch den Zugang ermöglichen, grundsätzlich zur Gesellschaft, und eben möglichst lange halten. Und wo braucht es wirklich dann das 1-2-1 betreuen? Aber ganz sicher machen wir das nicht. Und ein Schalter im Zentrum, die Stadt Bern hat dort 100 Serviceorganisationen, 100 Produktengruppen. Und das zeigt, es ist so vielfältig, es ist eh anspruchsvoll. Wir werden es in Zukunft können noch mehr bündeln, noch mehr zusammenlegen, aber gleichzeitig eben auch mehr dezentral gehen. Und das auszuprobieren, jetzt in dieser Phase, in erste Schritte zu machen, das machen viele Dienststellen von uns, die sich mit E-Partizipation und anderen Themen befassen. Oder eben der Grünplan. Und unser Thema ist ein bisschen, wie können wir jetzt ganz konkret vor Ort ein mobiles Angebot haben, wo wir so in einem Laboransatz wirklich mit der Bevölkerung diskutieren, welches das ihre Themen sind, betreffend jetzt beispielsweise Digitalisierung oder Mitwirkung oder vielleicht auch im Zusammenhang mit der Mobilität, da gibt es ganz viele Ansätze. Ich komme nochmal zurück auf die zwei Projekte, die ihr vorhin erwähnt habt, Gümligen und Zollikofen. Leuchtet mir ein, der grosse Gedanke von dem gemeinsamen Projekt. Ist es aber nicht schlussendlich so, dass wir zum Beispiel Zollikofen haben und wir haben Gümligen und die funktionieren dann anders? Also inwiefern entsteht dann quasi wie eine Bubble rund um die einzelnen Projekte? Oder ist das dann verbindend? Das leuchtet mir jetzt als Laie so von außen gesehen noch nicht ganz ein. Also, Bewegung heisst ja urbane Dörfer. Und das meint, es darf ein Dorf in sich sein. Aber wir, die mehr in der Leitung sind, so von Projekten oder jetzt mit dem Lab, und Matthias also Gründer ist von dieser Idee, wir schauen natürlich, was kommt vom einen Ort zum nächsten Ort. Also konkret wünschen wir uns im Moment Investoren, die uns helfen, modulare Bauten zu bauen, wo man dort bewohnt. Also konkret Matthias möchte einziehen mit seiner Familie. Und wenn das vorbei ist und wirklich der Bauplatz wird zum Bauplatz, dort und er, oder respektive ist abgeschlossen, er kann einziehen, dann zieht das Häuschen sozusagen weiter zum nächsten Projekt. Also DNA zieht weiter. Ja. Aber es darf durchaus einen Quartiercharakter haben. Und Sachen, eben, wie du vorhin gesagt hast, zum Beispiel das Abfallsystem, der Unterhalt, das sind alles Sachen, die man ja kann duplizieren auf das nächste Projekt, wo ja nicht der Sinn ist, dass es jetzt jeder wieder irgendwie anders macht, sondern dass es unter einem Dach funktioniert und auch kompatibel ist mit der zentralen Verwaltung irgendwo drin. Absolut. Und auch, vielleicht auch zum Konkretisieren, das Urban Future Lab ist ja nicht eine neue Erfindung jetzt von uns, sondern das basiert auf dem Grundsatz, den man in den nordischen Staaten schon viel besser kennt, mit dem Urban Living Lab, wo man sagt, Forschung, Behörden, Bevölkerung und Unternehmertum müssen wieder zusammenkommen und miteinander relevante Fragestellungen zu explorieren. Und für das brauchst du schlussendlich eben auch
auch einen physischen Raum. Das sind Workshop-Formate online, wunderbar. Irgendwann brauchst du auf dem Areal selber so einen, wie wir sagen, einen urbanen Proberaum. Bevor du auf die Hauptbühne gehst und das Gebäude baust, du musst zuerst einmal explorieren, da kann einmal etwas eben auch explodieren. Und das ist ganz zentral. Und dort haben wir auch wissenschaftliche Begleitung. Also jetzt im Fall zum Beispiel von der Entwicklung in Zollikofen arbeiten wir mit der Berner Fachhochschule zusammen. Einerseits mit der Haffel, also geht es um eine Ecke, und andererseits mit Burgdorf Architektur und forschen miteinander so im Schnittstelle von sozialer Innovation, Ernährung und Architektur. Und das hat für uns einen Vorteil, dass uns jemand hilft zum Lernen, Verbindung macht zu der Wissenschaft und auch hilft, nachher das, was wir miteinander gelernt haben, für unsere eigenen Projekte, aber auch für alle anderen Projekte, die Interesse haben an diesen Themen, eben das Wissen nachher können zur Verfügung stellen. Also es ist ganz zentral, dass wir haben nicht einfach gesagt, wir wollen ein Projekt realisieren und unsere Wohnträume zu erfüllen, sondern wir haben gesagt, wir wollen etwas machen, das einen Impact hat, das einen Bewegungscharakter hat, wo wir das, was wir lernen, im Unterwegssein nachher auch anderen zur Verfügung stellen. Und darum ist es auch zu der Gründung von dem Urban Future Lab gekommen, weil wir gemerkt haben, das Innovationsformat ist für unsere eigene Arealentwicklung ganz zentral. Und jetzt stellen wir es auch anderen zur Verfügung, weil eine Stadt ist auch irgendwie einfach auf einer anderen Dimension mit ganz ähnlichen Fragestellungen konfrontiert. Und darum ist jetzt das Format, wo man eben eine Stadt, Gemeinde, Quartier zur Verfügung stellt. Inwiefern ist die Wohlfühloase dort, wo ich wohne, auch wichtig heutzutage? Es ist auch der Ort, wo ich arbeite. In dem Sinn, dass wir sogar die Pandemie haben gemerkt, nicht alle lieben Teamsitzungen, aber wir haben doch gemerkt, es gibt auch Kilometer, tausende Kilometer von Weg zu sparen und wir haben es gleich können besprechen. Natürlich fehlt der persönliche Austausch, aber die Homeoffice-Geschichte ist ja sehr präsent worden in den letzten anderthalb Jahren und hat, glaube ich, im Moment auch der andere Platz gekommen, die Idee gewählt, oh, das könnte man eigentlich bei mir gerne beibehalten zu einem Teil. Das muss man ja jetzt in so einem Projekt ja wahrscheinlich auch einrechnen. Also es ist nicht nur eine private Oase, sondern es wird wahrscheinlich in und durch auch geschaffen, werde in so einem Projekt, in so einem Komplex. Ja, da sehe ich sogar zwei Sachen. Das eine ist, wie kann ich arbeiten, wenn ich irgendwo angestellt bin? Das wird sicher, das findet jetzt schon statt, hat jetzt gerade angefangen, in dem eigentlich noch Bürogebäude ist es im Moment, bevor es transformiert wird. Und aber auch, wie kann Gewerbe zu mir kommen? Also ich möchte ja vor Ort können, das Gemüse, das man anbaut, also übrigens nicht ich persönlich, würde nicht dort wohnen, aber sage gleich mir, wegen enkeltauglich, oder? Du mich gleich identifizieren. Also der Garten, der angebaut werden auf dem Parkplatz, der gibt ja Gemüse und Früchte und die sollte man vor Ort verarbeiten können. Also das ist jetzt alles im Tun. Und nachher auch Essen. Das heisst, es braucht sicher Kaffee, Restaurant, Lagerraum, Kleingewerbe, vielleicht macht irgendjemand etwas Handwerkliches. Also man kommt ja wieder ein bisschen zurück zu dieser kleinen Struktur. Oder? Das Parterre von einer Stadt, die so super, oder bei uns in Bern natürlich noch Keller, so super ist bespielt gewesen, da haben wir ja vieles getötet eigentlich durch Grosskonzerne oder grosse Anbieter. Und jetzt kommt das alles wieder zurück. Also es sind eigentlich zwei Arten von, wie kann ich dort arbeiten. Und übrigens ist es offen, soll es offen sein für alle, weil ich sehe da gerade eine Frage, oder? Wie kann ich mitwirken in diesem Urban Lab? Jede ist willkommen zum Mitwirken. Aber mir wird konkret von euch eingeladen, wenn man gewisse Gruppierungen sucht, oder man kann sich quasi offen bei euch melden? Man kann sich offen melden, wir laden die Person sehr gerne sofort einladen, ja. Noch schnell ein Hakenschlag zu Stadt Bern. Wie sieht es bei Stadt Bern aus, wenn es um das Arbeiten geht. Also ist da die Stadt Bern noch offen geworden oder schon immer offen gewesen, auch vor der Pandemie, weil es darum ist gegangen, ja. Arbeit und Privat, Homeoffice miteinander können zu handeln. Ja. Also vielleicht, wenn wir die Stadtverwaltung ansprechen, dann kann man sicher sagen, dass wir so im Vergleich von den anderen öffentlichen Arbeitgebern ja sehr stark auf die Vereinbarkeit gesetzt haben. Also wir sind ja ein bisschen VereinbarkeitsschweizermeisterInnen, weil wir sehr Wert darauf gelegt haben, vor allem Vereinbarkeit mit Beruf und Familie sicherzustellen. Jetzt hier gibt es eine völlig neue Dimension dazu und das hat uns auch sehr gut getan. Also ich glaube, auch das Erlebnis, wir können das zusammen in einer ganz schweren Situation, hat ganz einen anderen Blick gegeben auf das Thema, das du schon angesprochen hast. Und das wollen wir natürlich weiter mehr. Aber das ist eigentlich das Generelle, wir digital einsetzen, für das bestehende Gute noch zu verstärken. Und gleichzeitig, die Hälfte von unseren Mitarbeitenden haben das alle nicht. Das sind die dafür sorgen, dass am Morgen die Stadt aussieht, wie frisch aus dem Ei gepellt. Und all die arbeiten vor Ort genau gleich weiter. Also wir sind in einer vielschichtigen Welt und wir wollen auch entsprechend damit umgehen, dass wir nicht neue Gräber finden, oder? Von ein bisschen, einfach unterschiedlichen Bedürfnissen. Und darum möchte ich auch wieder zurückkommen, ein bisschen auf das Thema hier, weil, man hat ja versucht, über die Kreislauffragen, wie gross muss der
ein Quartier sein, dass es wirklich auch funktioniert wirtschaftlich. Und ich habe das so angeschaut in Holland, in diesem grossen Superquartier. Und dann habe ich festgestellt, selbst das ganz grosse Quartier, wo das Verhältnis Amsterdam-Bern sich ein bisschen andere Skala effekte, dass das zu klein ist. Mhm. Und das heisst, wenn wir die Idee haben, mit so einem Format alle Probleme zu lösen, oder, das, dann müssen wir sagen, das werden wir nicht erfüllen. Aber der Ansatz, dass wir eben ganz nach am Bedürfnis bleiben und uns auf das ausrichten, das ist das, was wir ja hier exemplarisch mitnehmen können. Ob du das bis und mit Gemüseproduktion und Verarbeitung im eigenen Restaurant muss gehen, das ist nicht etwas, was ich beurteilen muss. Das beurteilen die Leute, die dort wohnen und entwickeln. Was ich aber sagen kann, ist, dass der Schalter von Zukunft, zum Beispiel, oder konkret sein, wo heute ganz viele von denen da sind für jedes Thema, dass sie den vielleicht viel anders machen und für mich zum Begegnungsort wird, wo ich an einem Nordfisch irgendwie 95% von meinen Themen abhandeln kann. Das auszuprobieren, würde ich eben die gleiche Methode wählen und das exemplarisch mit auf eine Weise auszustellen und sagen, so, hier tun wir jetzt den Stadtschalter von Zukunft zusammen testen und ihr sagt uns live, was ihr findet, liebe Leute. Und das ist der Ansatz, den ich total überzeugend finde, der uns auch sehr gut tut. Es wäre auch ein Ort, wo wir auch Fehler dürfen machen. Und es gibt keine Innovation, ohne dass wir von diesen Hunderten von Ideen vielleicht 3 zu sehr guten Ideen weiterentwickeln. Und dieser Schritt braucht sehr gute Ansätze. Und darum finde ich, daher zu schauen, wo können wir bernische, das ist nicht neu immer erfunden in Bern, aber mit bernischen Erkenntnissen so Prozesse einleiten. Und das ist das, was mich interessiert. Du hast vorhin gesagt, Fehler machen. Fehler machen darf man, passiert auch. Ja. Ich will nicht als Fehler beschreiben, sondern anders. Das ist ja super, vom Stand jetzt aus, was man hier macht. Wunderbare Sache. Aber es ist auch nicht zum ersten Mal, wo man sich um solche Projekte Gedanken macht. Man hat das früher auch schon gemacht. Es gibt ja aus der Geschichte aus ein Quartierprojekt, nicht nur in Bern, sondern überall, wo heute noch da stehen, wo, sage ich mal, nicht nur positive Aspekte hat. Was hat man denn vorher blöd gesagt, verkachelt oder nicht beachtet? Oder mit was hat es zu tun? Das ist eine ganz normale Entwicklung. Haben wir dort andere Möglichkeiten, eben durch die technischen Innovationen, die man hat, vom Bauen her bis zum Computer her? Wie kann man das einschätzen? Ich glaube, man hat einfach alles auf Effizienz fixiert oder trainiert bis zum geht nicht mehr. Also alles Kleine weg, nur gross, nur teuer, nur perfekt, nur schnell. Und man hat extrem viele Sachen entwickelt und gesagt, so, du musst jetzt das nehmen. Du hast gar keine Wahl. Wohnungsmarkt zum Beispiel. Und jetzt ist eben die Umkehr wieder, oder? Herr zum Mensch, was möchtest du gerne? Ich könnte mir übrigens durchaus vorstellen, mit einem Leben in ein Altersheim zu gehen, für jetzt die Frage von vorher aufzufangen, um einfach zu fragen, was fehlt euch, was gefällt euch, aber was fehlt euch vor allem? Also unser Metier ist eigentlich Fragen stellen zum einen und zum anderen Hypothesen entwickeln, so Metatrends, Megatrends-mässig, so Trendscouting-mässig und die Sachen nachher zusammenzuführen. Mit Hilfe der Wissenschaft, von Expertinnen vor allem. Und ich habe es selber erlebt, und mein Vater ist 70 geworden als Fotograf und Journalist und gesagt, er kauft sich jetzt einen Apple-Computer. Da habe ich gesagt, hallo, das ist zu spät. Hey, er hat jetzt 20 Jahre lang Bücher und Artikel produziert und Fotos retuschiert. Man muss den Leuten auch etwas zutrauen. Also ich habe gelernt aus dieser Situation. Wir haben alle gelernt und bei so einem Projekt oder bei solchen Projekten sieht man natürlich wirklich eine schöne Zukunft vor uns, vielleicht nicht mehr für mich selber, aber für die nachfolgenden Generationen. Merci vielmals für die spannende Runde. Merci vielmals Alice Baumann, Matthias Dobler und Jonathan Gimmel. Danke für den Einschalten. Wir sind kürzer wieder da mit dem nächsten Thema hier aus dem Kauer Studio live aus dem Erlacherhof.